Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn in diesem Video erwartet euch einfach Unfassbares. Denn wir haben, ich habe es hier mal beiseite gelegt, einige Briefe zu öffnen. Ja, es sind sehr, sehr viele. Ich bin in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen schlampig gewesen und habe die nicht geöffnet. Hier liegen auch nochmal zwei. Ja, die wollen wir auch nochmal öffnen. Und hier unten habe ich noch ein großes Paket. Warte kurz. Das Ding wollen wir gleich öffnen. Es ist tatsächlich ein riesiges Paket. Ich bin gespannt, was da drin ist. Wenn ihr auch so gespannt seid, dann lasst jetzt schon mal ein Like da. Ansonsten, wenn ihr natürlich zum ersten Mal auf diesen Kanal eingeschaltet habt, dann lade ich euch herzlich ein, Teil meiner Community zu werden. Wie macht ihr das? Indem ihr einfach den Abo-Button ballert, denn dadurch würdet ihr keins der weiteren Videos mehr verpassen und ihr würdet mich auch unfassbar glücklich machen. Und damit haben wir jetzt auch erstmal genug gequatscht. Ne? Hier, wir starten direkt rein in das Opening. Und damit heiße ich euch auch herzlich willkommen hier zu dem Card Market Opening bzw. auch eBay Opening. Ich habe ja nicht alles nur auf Card Market bekommen bzw. nicht gekauft, weil du kannst tatsächlich auch auf eBay das ein oder andere Schnäppchen schlagen. Hier sind die ganzen Briefe, die wir gleich öffnen werden. Aber zuerst werden wir uns mal dem Paket widmen, weil da bin ich wirklich hyped. Ich bin gespannt, was da so drin ist. Bam! Ihr seht gar nichts. Und wie immer, bewaffnet, meine Freunde. Wie immer bewaffnet. Ich werde jetzt erstmal das Paket öffnen und schau mal, wo ich da klugerweise am besten ansetzen kann. Ey, was für ein geiles Paket, ey. Es hat einfach Flügeltür. So. Ach du Schande, was ist denn hier alles drin? Okay. So, meine Freunde. Wie kriege ich das jetzt am besten hin? Wir haben hier Sleeves auf jeden Fall. Oh Gott, ich hole erstmal alles raus. Und hier ist ein Bein da drin. Denn, witzige Story. Wartet kurz. Oh mein Gott. So, ich hole ihn raus. Wartet mal. So, da bin ich wieder. Die haben nämlich auch Bein dabei sich. Und ich habe ja letztens dieses Temu-Opening gehabt, wo ich mal ein paar Produkte versucht habe, günstig zu kaufen, damit man vielleicht auch ein bisschen sparen kann. Aber war tatsächlich so ein bisschen ein Reinfall. Ne? Also Temu kann ich nicht empfehlen, da irgendwas zu kaufen. Du kannst da bestimmt auch mal Glück haben, aber in der Regel wirst du da wahrscheinlich sehr, sehr unglücklich rausgehen. Und ich habe da mit Feine Sache drüber gesprochen, beziehungsweise mit meinem Kontakt. Und der meinte, hättest du was gesagt, wir haben doch jetzt auch die Beine da und so weiter. Und da ist er. Habe ich tatsächlich gar nicht mit gerechnet. Von daher, großer Dank geht hier raus. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Wir schauen da auch gleich mal rein. Also wie gesagt, hat mich echt überrascht, dass das Ding, dass ich das bekomme einfach. Ne? Richtig geil. Richtig geile Aktion. Ich kann auch nur sagen, die Leute von Feine Sache sind übelst korrekt. Richtig nice Dudes. Macht richtig Spaß, mit denen in Kontakt zu treten, beziehungsweise auch mit denen zusammenzuarbeiten. Wo machen wir den auf? Oh, hier. Hier oben können wir den öffnen. So. Das ist doch schon qualitätsmäßig Welten, wenn wir den anfasst. Und außerdem sieht er geil aus. So. Buch des Mondes, meine Freunde. Wir haben hier Buch des Mondes. Ey, wie geil ist das denn? Wir schauen da auch mal rein. So, warte. Oh Gott, irgendwie müsste ich das hinkriegen mit Mikrofon und zu wenig Platz. Ich brauche einen größeren Schreibtisch. So, wir haben den falsch geöffnet. Wartet. Wir müssen ihn einmal drehen. Oder? Nee. Nee, ich bin einfach nur nicht so intelligent, wie ich dachte. So, jetzt haben wir es. So, genau, hier kannst du dann deine Karten von der Seite reinmachen. Das finde ich auch immer richtig nice. Gefällt mir sogar besser als von oben, weil es fühlt sich vielleicht einfach nur subjektiv für mich so an, dass die Karten dann nicht so schnell rausfallen können. Kann mich aber natürlich auch irren. Ja, auf jeden Fall nice. Richtig geile Aktion. Gefällt mir super. Der fässt sich auch einfach besser an. Der fässt sich jetzt schon super an. Ja, wenn ihr daran auch Interesse habt, also den werde ich auf jeden Fall behalten, meine Freunde. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wenn ihr an diesen Beinen auch Interesse habt, ich kann ihn nur empfehlen. Fässt sich wirklich super an. Dann schaut mal bei Feine Sache vorbei. Denn dort gibt es den zu kaufen. Und mit meinem Code YAMMYCHRIS10 könnt ihr nochmal 10% sparen. Und
Es gibt gerade 15% Aktion, das heißt, ihr spart generell schon 15%. Das gilt bis Ende Januar. Das heißt, mit meinem Code noch zusammen, weil der geht nämlich auch noch oben drauf, könnt ihr ein Viertel des Einkaufspreises sparen. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann haben wir noch bekommen 2 Packungen Sleeves. Und da haben wir einmal, das müssten glaube ich, ja doch. Das müssten glaube ich einmal die Sleeves sein, oder die wir schon da haben. Ich öffne das mal. Auf jeden Fall soll davon eins an euch rausgehen. Wenn nicht sogar beide. Wir können auch eigentlich beide verlosen. Aber wir machen das nacheinander. Oh Gott. Also heute, also das Öffnen ist nicht meine Stärke. Ey. So. Das Coole an der Aktion hier, an den ganzen Sleeves, ihr zahlt natürlich ein bisschen mehr, aber ihr bekommt auch deutlich mehr. Ihr bekommt deutlich mehr. So, ihr bekommt hier nämlich, genau, so sieht es nämlich aus. Ihr bekommt hier einmal Perfect Size Sleeves und dann nochmal die normalen Sleeves, also die japanischen Größen oben drauf. Das heißt, ihr habt Inner Sleeves und dann einfach noch die Outer Sleeves. Das heißt, ihr habt hier Double Sleeving und das ist natürlich extrem nice. Und hier haben wir die Zorro Sleeves drin. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wartet mal. Oh Gott. Auf jeden Fall geil. Und ich kann nur sagen, die Sleeves sind auch echt langlebig. Ich kann es nicht anders sagen. Genau. Bam. Optimalerweise für hier Magic-Karten oder Pokémon-Karten sehr, sehr gut geeignet. Ihr könnt aber natürlich da auch Yu-Gi-Oh!-Karten reinpacken, indem ihr dann die Zorro-Sleeves beispielsweise als Oversize-Sleeves benutzt. Das ist auch möglich. Habe ich ja auch die ganze Zeit gespielt tatsächlich. Ich packe das mal wieder hier rein. Beziehungsweise ich könnte euch ja auch noch ein Deck dazu zeigen, was ich mich auch gerade gesleeved habe. Witzigerweise, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Von daher sehen wir uns gleich. Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen natürlich zurück zu meinem gesleeveden Deck. Und ich möchte euch gerne auch nochmal die Zorro-Sleeves zeigen. Ne? So sieht das dann aus. Ich habe da eine weiße einfach reingemacht plus die Oversize-Sleeves dann von Zorro. Und das kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Das Mischverhältnis oder generell das Mischgefühl ist so insane. Ich kann es nicht anders sagen. Es macht so viel Laune, damit zu spielen. Ich spiele diese Artwork-Sleeves so unfassbar gerne. Und hier habe ich die anderen Sleeves mal für euch fertig gemacht. Und Geheimdeck. Bam. Flow Wannabes ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Anti-Meta-Deck. Und ihr seht hier die Inner Sleeves. Und dann habe ich einfach hier die Artwork-Sleeves außenrum, wie man es halt kennt eigentlich. Ne? Und das finde ich wirklich sehr, sehr nice. Oh, das sieht echt gut aus. Und das Coole, ich kann es mal kurz rausholen, das Coole an der ganzen Sache ist, dass wenn ihr sleeved, ihr könnt eigentlich nicht verkehrt sleeven, weil die dafür gesorgt haben, dass hier unten Feine Saga steht. Oh Gott, kriegen wir das hin? So, da. Da steht Feine Saga. Das heißt, ihr werdet ja wahrscheinlich eh dann so sleeven, weil man ja meistens so in Schriftzug-Richtung sleeved. Dann sleeft man die so ein und du hast automatisch Double Sleeving. Richtiges Double Sleeving, weil du kannst auch da einen Fehler machen. Und hast ja das Artwork dann auch meistens in die richtige Richtung, sodass du das halt am besten siehst oder es halt schick aussieht. Ne? Und das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Deckprofile zu Flow Wannabes wird auch auf jeden Fall kommen. Weil ich glaube, dass dieses Deck wirklich extremes Potenzial hat. Aber genug davon. Wir machen jetzt weiter. Oder ich sag mal so, wir verlosen oder ich verlose jetzt im Namen von Feine Saga. Wir machen das zusammen natürlich, weil sie mir das Produkt geschickt haben. Einmal ein normales, ein geschlossenes Package, hier ist es, von diesen Sleeves plus Inner Sleeves natürlich, ne? Könnt ihr alles dazu bekommen. Hier, ich habe es leider ein bisschen demoliert, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das geht raus an euch, in die Kommentare einfach schreiben, Hashtag, also einen netten Kommentar natürlich mit Hashtag Feine Saga, würde ich mich extrem drüber freuen. Und schon könnt ihr an dem Gewinnspiel bzw. an diesem Giveaway dran teilnehmen. Was ihr natürlich noch sein solltet, ist natürlich Abonnent, weil ich möchte nämlich meiner Community etwas zurückgeben. Von daher fleißig abonnieren, wenn du es bis dato nicht gemacht hast, aber meine Videos relativ häufig schaust. Manchmal vergisst man das ja, von daher, ich bin da nicht nachtragend. Jetzt aber fleißig abonnieren, meine Freunde. Und damit war es das erstmal mit diesem Opening. Wir machen jetzt weiter mit dem Card Market Opening. Und da gibt es ja wieder einige Briefe für euch. Ja, hier geht's los. Ich spüre die Karten, von daher kann ich diesen Brief auf jeden Fall aufschneiden. Und da geht's dann hier los. Tatsächlich gab es auch extreme Probleme bei uns mit der Post. Ich habe einen Brief bekommen, der wurde am 22.12. abgeschickt und der kam jetzt erst an. Also das ist krass. Und ich nehme das Video auf am 8.1., Von daher könnt ihr euch ein Bild machen, wie lange das gedauert hat. Ob das wirklich an diesen Weihnachtsfeiertagen gelegen hat. Okay, ich kriege ihn so nicht auf. Ich hätte ihn auch ganz normal aufreißen können. Beziehungsweise kann ich die Karten nicht ablösen, weil die nämlich innen drin wieder angeklebt sind.
Was natürlich immer nice ist, macht aber das Öffnen des Briefes ein bisschen schwerer. Aber es soll natürlich nicht deine Schuld sein. So, wir haben gekauft den Galaxiebeschwörer. Nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe, muss ich gestehen. Es ist schon so lange her. Jetzt müssen wir das erstmal aufkriegen hier. Es ist schon so lange her, ey. Was habe ich denn mal alles bestellt? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen in Quarters investiert. Es ist auch noch nicht alles da. Also investiert. Ich habe meine Staples natürlich aufgerüstet. So. Ach, genau, den habe ich auch geholt. Stimmt. Ich hole ihn mal raus, dann sieht man es, glaube ich, besser, weil die Hülle matt ist. Den Flammenphönix, der brennende Bombenvogel. Den habe ich mir gegönnt, weil das durchaus eine Timekarte jetzt in Rescue Ace ist. Weil wir ja jetzt nicht mehr so einfach auf den Gagaga Cowboy kommen, aber auf den kommen wir schon. Und das ist auf jeden Fall ganz nice. Auf jeden Fall nice to have. Ich will natürlich so gewinnen, dass ich erst gar nicht in Time komme. So, die Füllerkarten packen wir weg. Den Rest legen wir hier oben hin. So. Weiter geht's mit diesem Brief. Auch mega nice Verpackung. Oh, komm raus. Na, na. Okay, wir hängen, wir hängen, wir hängen, wir hängen. Okay. So. Es funkelt schon. Es hat schon gefunkelt. Es hat schon gefunkelt. Bam. Tribegate Revolte haben wir uns mal gegönnt. In Quarter ist oder war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei 3 Euro oder irgend so, irgendwie sowas. Also relativ günstig. Und ich glaube, dass Fire King Tribegate auch richtig gutes Potenzial hat. Oh mein Gott, ich habe mir noch was gegönnt. Den Gearsu. Oh, ganz vergessen. Ich dachte, hier ist eine Karte drin. Ja, mega nice. Alter, schaut euch einmal an, wie die funkeln, ey. Ah, oh, den Gearsu. Ging auch, als ich den gekauft habe, glaube ich, bei 8 Euro los. Ist jetzt auch krass gespiked, wegen Fire King natürlich. Und natürlich auch wegen Orkust. Ja, richtig nice. Richtig, Alter, das sieht so krass aus, dieser Sparkle-Effekt. Richtig nice Aktion von mir. Ja. Also ihr seht, wenn ich euch eine Kaufempfehlung gebe, dann komme ich der meistens auch selber nach. Und bisher, muss ich sagen, habe ich selten daneben gelegen. So, was haben wir denn hier? Wir haben ja eine Entis. Auch ein Quarter. Habe ich die auch? Krass. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Es ist wirklich so lange her. Aber habe ich mir mal gegönnt, weil vielleicht spiele ich ja Fire King Dogmatiker mal. Ist nämlich auch ganz nice eigentlich. Obwohl man schon sagen muss, mit Sinful Spoils ist es deutlich konstanter. Aber ich habe mir hier auch mal eine Entis gegönnt, weil ach, irgendwann spielst du vielleicht einfach so das Punishment. Oder ich spiele vielleicht sogar Labyrinth und schon, ja, würde ich gerne Entis haben. Und wenn die dann natürlich krass funkelt, kann man den Effekt nämlich nicht negieren. Oh, was habe ich denn hier alles geholt? Oh, ich kann. Das ist vielleicht ein bisschen tragisch, dass ich mich daran nicht mehr so gut erinnern kann, aber ich freue mich umso mehr. Wir haben hier einmal die Entis in Quarter hoch, da seht ihr das besser. Auf jeden Fall nice. Dann haben wir einmal Überläufer. Habe ich mir auch mal gegönnt. Finde ich mich auch nice, das Artwork ist halt heftig. Das finde ich halt ultra hübsch. Und einmal das Punishment. Na, vielleicht kommt der Labyrinth doch irgendwann mal zu mir reingeflattert. Aber der Arias ist mir zurzeit noch ein bisschen zu teuer, muss ich gestehen. Der wird aber nicht günstiger, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber ja, vielleicht leihe ich mir das Deck auch einfach. Beziehungsweise fehlt mir ja nur der Butler. Den Rest habe ich da. Aber beim Butler habe ich damals nicht investiert, weil ich... Ah, naja. Man kann sich auch nicht alles leisten, Freunde. Ja. So. Was haben wir hier? Oh Gott, ich habe Angst, dass ich das jetzt so knicke, dass es dann kaputt geht. Oh Gott, lass bitte meine Schere los. Dankeschön. So, okay. Von daher schneiden wir jetzt hier einfach mal am Rand auf. Oh Gott, so. Ach ja, das habe ich sogar live gemacht. Ah, stimmt, da habe ich ja beim Market Watch sogar gekauft. Ich habe mir dreimal die Engage gegönnt, weil ich glaube, dass die Karte zurückkommt. Und ich einfach dieses Artwork so toll finde. Und eine Way, genau. Ich hatte nur zweimal Way in Secret Rare. Und wollte gerne noch eine dritte haben. Ja, genau. Ja, haben ist besser als brauchen. Das Artwork ist einfach deutlich schöner als das Original-Artwork. Also finde ich jedenfalls. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare.
Sieht einfach insane aus. Ich kann es nicht anders sagen. Es sieht einfach krass aus. In Quarter war sie mir einfach deutlich zu teuer. Boah, da waren wir, glaube ich, bei über 100 Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also es war schon eine Menge Holz. Das wollte ich mir dann doch nicht gönnen. So, weiter geht's. So, den können wir, glaube ich, auch hier wieder aufreißen. Jawohl. Naja. So. Auch wieder innen drin festgemacht. Freut mich natürlich immer, dass jetzt viele von euch darauf achten, wie sie die Briefe verschicken. Besser, ich habe ein bisschen mehr zu tun hier beim Öffnen, als dass die Karten kaputt ankommen. Ach ja. Stimmt. Ich habe mich ja schon mal so ein bisschen auf das nächste Format vorbereitet. Und zwar mit dem Wutphönix von Großalamander. Okay, ich krieg's wieder mal nicht auf. Ah, mein Gott, so einfach. Manchmal einfach mal ein bisschen probieren. Genau, den habe ich mir mal gegönnt. Der ging, als ich gekauft habe, 19 Euro? 20? Ah, irgendwie so auf jeden Fall. Ist dann mal kurzerhand gespiked auf 34 Euro. Es geht jetzt wieder runter auf 25. Ist eine Karte, die auf jeden Fall auf lange Sicht ihre 30 Euro gehen wird, weil wir gerade im Feuerzeitalter sind. Es kommt noch einiges an Feuersupport raus und da wird die Karte dann wahrscheinlich umso wichtiger werden. So, und genau, stimmt. Viele von euch wissen es vielleicht nicht mehr. Ich bin auch großer Drytron-Fan und da spielst du ja Benten auf 3. Und Drytron ist einfach so ein geiles Deck. Ich kann es nicht anders sagen. Du hast so ein gutes Grind-Game und da habe ich mir mal Benten gegönnt. Nicht nur einmal. Zweimal, aber hier müsste, glaube ich, noch eine dritte drin sein. Miniaturwelt habe ich mir auch mal gegönnt, weil der Händler, die da auch, glaube ich, der günstigste war. Und da habe ich die einfach mal mitgenommen. Eine Karte, die auch natürlich Potenzial hat, immer mal teuer zu werden, je nachdem, wie das Format aussieht. Weshalb ich hier, glaube ich, noch so um die 7 Euro bezahlt habe. Müssen auch, glaube ich, nur 2 drin sein. Genau. Und Fun Fact, bevor Maze of Millennia bekannt gegeben wurde, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, fossile Grabung mir dann auch in Quarter zu holen. Und der hatte jetzt auch alle 3 da. Habe ich mal gemacht und ich glaube, dass tatsächlich Dinos mit dem neuen Support extrem viel Radau machen können. Und da bin ich froh, dass ich diese Karte jetzt schon mal habe. Und wenn es nur ein Investment ist, nehme ich es auch einfach erstmal mit. Ja, ich glaube, da habe ich auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht. So, wir packen die jetzt nochmal hier rein und machen direkt weiter mit dem nächsten Brief. Ich habe hier so viele Quarters gekauft, ey. Ach nee, ich mag halt so hohe Raritäten. So. Hier haben wir einmal den Avramax in Quarter. Auch eine Karte, die jetzt hier ihren höchsten Print hat, also von der Rarity. Und kann eigentlich noch steigen. Ich glaube nicht, dass der jemals günstiger wird. Von daher würde ich sagen, auch hier alles richtig gemacht. Habe ich, glaube ich, für 6 Euro geholt. Also auch eigentlich günstig. Wenn wir mal bedenken, was der mal ging, als wir gerade Sprite rausbekommen haben, da ging der in seiner Ultra-Rare-Version 14, 15 Euro und in Secret ging der fast 30 Euro. Also von daher ist das wirklich sehr, sehr günstig. Und der Dude hatte auch noch einen Zeitdieb-Wiederholer, ist ein generisches Rang 4 Monster, haut man vielleicht mal da oder mal da rein. Von daher, haben ist hier auf jeden Fall besser als brauchen. So, dann geht's hier weiter. Auch wieder innen drin angeklebt. Sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir es einigermaßen gelöst bekommen. So. Oh Gott, was habe ich denn hier bestellt? Was habe ich hier bestellt? Was habe ich hier bestellt? Eieiei. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Ach, die letzte Kopie von Benten. Tatsächlich. Und noch was. Das ist noch eine zweite Karte. Eine Geheimkarte. Ach ja, stimmt. Habe ich mir auch mal gegönnt. Weiß aber noch nicht, ob ich ihn spiele. Aber auch hier dachte ich mir, der geht jetzt oder geht der schon über einen Euro? Auf jeden Fall ging der zu dem Zeitpunkt 60, 70 Cent. Und ich dachte mir, boah, bevor der mal seinen Euro erreicht, habe ich den erstmal. In Ultra war der mir einfach zu teuer. Für die Rarität, die nicht so doll aussieht, finde ich jedenfalls. Da finde ich Secret deutlich schöner oder Quarter. Und ja, deswegen reicht er mir auch in Rare. Falls ich den halt überhaupt gar nicht spiele, war es auf jeden Fall nicht so ein krass teures Investment.
Ja, nice. Also ich habe Benton auf jeden Fall auf 3. Das freut mich. Vielleicht packe ich auch mal wieder Drytron aus. Das Deck ist eigentlich auch richtig. Es macht einfach Spaß. Ich kann es ja. Ey. So ein geiles Deck. So ein geiles Deck, Leute. Wenn ihr nicht wisst, was ihr spielen wollt, spielt Drytron. So, ach. Hier. Evenly. Habe ich mir auch mal gegönnt. Geht ja relativ konstant seine 30, 34, 35 Euro. Habe ich aber leider nirgendwo als Playset gesehen. Ah, Centering ist aber nicht gut. Seht ihr das? Die ist zu weit links, die Karte. Wir haben hier einen krassen Rand und hier auch. Und da ist er dünner. Also die bräuchte ich nicht einschicken. Wird auf jeden Fall nicht gut bewertet. Ja, auf jeden Fall Evenly auch haben, also besser haben als brauchen natürlich. Und auch tendenziell ein Kandidat, der nur teurer werden kann. So, was haben wir denn hier? Hier ist mal was Dickeres drin. Hier müssten noch zwei weitere Kopien auf dem Weg sein. Oder vielleicht sind die noch in den beiden anderen Briefen drin. Werden wir dann gleich alles sehen. Oh, das ist eine geile Verpackung. So. Eine Filler-Karte, okay. Was haben wir denn hier wieder bestellt? Ah! Vorbereitung! Der Riten. Ich werde mir auf jeden Fall das neue Ritual-Thema anschauen, weil, wie angesprochen, ne, Drytron-Fan wird ja mit Ritual gespielt. Von daher bin ich da auf jeden Fall ein bisschen gehypt, muss ich gestehen. Und ich bin gespannt, wie mir das zusagen wird. Im OCG rasiert es relativ gut. Ich hoffe, dass hier vielleicht der ähnliche Fall eintreten wird. Bei Ritual muss man halt immer dazu sagen, das Deck braucht immer ein bisschen, bis es ins Spiel kommt. Du brauchst gefühlt immer 3 Handkarten, damit du was machen kannst. Das Ritualmonster, dann ein weiteres Monster für Tribut und die Ritual-Spell. Ne, 3 Handkarten sind schon mal weg. Ja, haben wir uns auf jeden Fall auf 3 gegönnt. Und dann haben wir noch einmal den Hero des Bogenlichts, auch in Quarter und, achso, nochmal eine Füllerkarte. Ja, auch hier bin ich richtig froh. Gerade den Hero, den finde ich richtig nice. Seitdem ich Drytron gespielt habe, beziehungsweise auch Based, finde ich den einfach nice. Ich bin richtig froh, dass ich mir den doch gegönnt habe. So, weiter geht's. Nächster Brief. Okay, der scheint auch nochmal ein bisschen voller zu sein. Wartet mal. Okay, der ist hier auf jeden Fall krass angeklebt. Ihr seht das. Muss ich mal kurz lösen. Okay. Sehr gut verpackt. Sehr, sehr gut verpackt. Jetzt müssen wir es nur irgendwie aufkriegen. So, den müssen wir hier noch lösen. So. Danke dafür. Und was haben wir denn hier? Ach, hier ist schon das zweite Evenly. Okay, nice. Gut, wir haben also schon mal 2 davon, die angekommen sind. Vielleicht ist hier auch das dritte schon drin. Oh, das wäre auch nice. Das wäre richtig geil. So. Tatsächlich, da ist es. Ach, wie cool ist das denn? Ah, lass los. Ja, das ist ja mega nice. Das freut mich ja richtig doll. Krass, super. Das heißt, ich habe jetzt so gut wie alle Staples geupgradet. Macht das auf jeden Fall nicht nach. Kostet eine Menge Geld. Ihr könnt das auch alles deutlich in günstiger spielen, zum Beispiel in Super Rare. Macht genau dasselbe. Hier ist noch eine Karte drin, oder? Das sieht nach 2 Karten aus. Okay, was habe ich denn da noch? Ach, wunderbar. Wir kriegen es nicht geöffnet. Es ist einfach zu gut. Warte mal, wir gehen da mit der Schere rein. Ganz, ganz vorsichtig. So. Danke dafür. Ist hier noch eine zweite drin? Das sah nur so aus, wa? Ja, nee, ist doch nur, ist nur eine. Okay, ist nur eine. Schade. Ich hätte mir gerne noch was weiteres gegönnt. Oh, ich liebe so eine Openings. Wenn ihr das auch liebt, dann lasst jetzt ein Like da.
So, und das war's tatsächlich mit diesem Opening und damit möchte ich auch das Video beenden. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und euch natürlich zeitgleich so einen kleinen Einblick gegeben hat, warum ich mir vielleicht welche Karte geholt habe und was ich mir natürlich so geholt habe. Wenn dem so sein sollte, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, meine Freunde, und natürlich ein Abo, wenn ihr es bis dato nicht geschafft habt. Und vergesst auf jeden Fall nicht das Giveaway, an dem ihr teilnehmen könnt. Ihr solltet da auf jeden Fall in die Kommentare Hashtag Final Saga schreiben, denn dank meines Sponsors ist das ja hier auch erst ermöglicht worden. Von daher auf jeden Fall fleißig kommentieren, meine Freunde, und damit bin ich auch raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.